Ja, dann würde ich mal anfangen mit der Veränderung des Reinheitsgebots in Deutschland, das zwar schon eine Weile her ist, aber mir erst jetzt aufgefallen ist. Und das ist gar nicht so uninteressant. Da war eine europäische Entscheidung, dass quasi das Reinheitsgebot nicht EU-mäßig richtig passt und dann wurde das ein bisschen erweitert. Und seitdem sind verschiedene Sachen möglich, die davor nicht möglich sind. Und seitdem ist das Bier auch ein Jahr lang haltbar. Also das Reinheitsgebot, das deutsche, das bekannte, ist aufgeweicht worden, oder wie? Genau. Habt ihr das gewusst? Nee, das ist Nee. komplett neu. Ich habe es am Rande mal mitbekommen, aber jetzt auch keine Einzelheiten. Genau, und also den wenigsten ist es so richtig aufgefallen. Es ist so ein bisschen durch die Medien gegangen, 2014 oder so. Aber dann, jetzt ist eigentlich wieder ziemlich still. Und es ist halt so, dass zum Beispiel sogenanntes PVPP in das Bier reingepumpt wird. Das ist Plastik, also so Plastikmoleküle, Nanozeugs oder so. Und das ist dafür da, dass die Trübstoffe an dem Plastik hängen bleiben und dann wird das Ganze rausfiltriert. Gruselig. Natürlich ist es so, dass bei einer technischen Filtrierung niemals 100% rausfiltriert werden kann. Das geht einfach nicht. Das weiß man. Was ist denn da die Rechtfertigung und die Argumentation? Ich meine, das deutsche Reinheitsgebot war ja schon recht hoher Standard, oder nicht? Das war eigentlich klar definiert, genau. Und es war eine EU-Anpassung. Das Ding ist doch, wenn wir schon einen hohen Standard haben und die EU-Richtlinie nicht noch einen höheren Standard anlegt, warum soll dann die EU-Richtlinie über dem Reinheitsgebot stehen? Ja gut, also ich meine, das ist ja auch was, was wir so im Vergleich Amerika und Europa erleben, dass der Trend eher dahin geht, um auf den gemeinsamen Standard zu kommen, den hohen Standard abzusenken, so, ne? Ich denke, das waren auf jeden Fall Wirtschaftsinteressen, weil wenn du statt irgendwie 4, 5 Monaten Haltbarkeit dann ein Jahr, also 12 Monate Haltbarkeit hast, lässt sich das ganz anders verkaufen. Dann kannst du das nach Buxtehude liefern und sowas irgendwie auf dem Schiff und dann noch verticken. Nee, aber wenn du sagst Wirtschaftsinteressen, welche Lobby soll das denn dann sein? Es ist ganz interessant, dass du halt mit so zu Bier extrem viel Geld machen kann ich einfach. Naja, das deutsche Reinheitsgebot war bekannt und beliebt auf der ganzen Welt und war auch in aller Munde. Die Leute, auch in Peking oder so, wussten vom Reinheitsgebot. Das wird jetzt so nicht mehr lange der Fall sein. Ich denke, das kriegen die wenigsten so wirklich mit, weil es steht noch auf den Flaschen deutsches Reinheitsgebot und das ist ja jetzt einfach ergänzt worden, dass so technische Hilfsmittel erlaubt sind und so. Ah, Weil hier, ich hab's hier gerade in dem Artikel mit dem PVPP. Quasi das Schlupfloch ist, wenn alles, was du wieder rausfilterst und nicht mehr, theoretisch nicht mehr im Bier ist, ist auch nicht im Bier und daher auch nicht vorhanden. Und deshalb ist es nicht relevant fürs Produkt so. Ach ja, genau. Das Problem haben wir sowieso in der Lebensmittelindustrie, dass sogenannte Hilfsstoffe nicht wirklich deklarierungspflichtig sind. Ja, Deswegen genau haben wir das. auch gerade bei Broten und so, die fertig aus der Fabrik kommen, ganz viele Sachen drin, die eigentlich ja, vielleicht der Konsument gar nicht haben will. Ja, irgendwelche Gase, die dann scheinbar verdampfen und bla bla, das Ist ist nicht schön. lustig. Ich lese hier gerade, das Reinheitsgebot heißt gar nicht mehr Reinheitsgebot, sondern vorläufiges Biergesetz. Wow, okay. Geil. Vorläufiges Biergesetz, das ist ja auch nicht schlecht. Die sind so kreativ. Sehr, ja. Ja, hier steht auch das, was du gesagt hast. Das wird in Bier eingefüllt als Filterhilfsmittel, um Trüb- und Gerbstoffe zu binden. Voraussetzung dafür ist, dass dem Bier das gesamte PVPP bis auf den gesundheitlichen, geruchlichen und geschmacklichen unbedenkliche technische unvermeidbare Anteile wieder entnommen wird. Alles klar. Oh, ich lache eine Woche. Und jetzt noch mal auf Deutsch, bitte. Naja, die sagen halt im Endeffekt, ja, das ist in Ordnung und meine Güte, das, was drin bleibt, das ist halt so, sauf den Scheiß. Das ist halt der Grenzwert, der unbedenklich ist, Genau. den irgendjemand festgelegt hat. Ja, wisst ihr eigentlich, wie diese Grenzwerte festgelegt werden? Würfel? Ja, beinahe. Also es wird wohl in Tierversuchen einfach die letale Dosis rausgefunden und die dann einfach multipliziert, um dann eben einen Grenzwert zu haben. Also ich glaube, die machen das dann mal 100 oder so. Okay.
Also die tale Dosis, die tödliche Dosis, ist klar, ne? Ja, klar. Ja, klar. Okay. Hört sich nur einen durchdachten Plan an. Ja, aber wie willst du es halt sonst machen? Das ist wirklich die Methode, mit der die fast alle Grenzwerte festlegen. Der Witz ist, bis vor kurzem konnte man bedenkenlos noch Bier trinken und sich sicher sein, damit tue ich meinem Körper nichts Schlechtes an. Vielleicht meiner Leber ein bisschen. Ne? Aber so mit eins der bedenkenlosesten Getränke überhaupt noch. Weil sogar Wasser aus der Plastikflasche ist nicht bedenkenlos zu trinken. Ja, aber also gerade beim Bier hast du halt den Hopfen und der Hopfen hat ja diese Phytoöstrogene, die pflanzlichen Östrogene, die auch noch wesentlich potenter sein sollen, wie die aus Soja beispielsweise. Also ich weiß nicht, ich trinke schon länger kein Bier mehr aus den Gründen. Also ich trinke nicht so viel Bier, aber geht schon. Ich trinke jetzt, glaube ich, nur noch Krübinger. Ja, also ich meine, da sind Phytoöstrogene drin. Das sind Stoffe, die dem Östrogen beim Menschen recht ähneln. Und das sind halt die weiblichen Hormone. Was? Okay. Ja, Östrogene halt, ne? Ja, daher kommt auch dieses Phänomen, dass man diesen Bierbauch entwickelt, wenn man halt viel Bier trinkt, eben wegen den Östrogenen. Und weil der Alkohol natürlich auch nochmal den Hormonspiegel beeinflusst. Also ich habe jetzt gerade bei dieser Biergeschichte, habe ich was gehört, dass das Bier gar nicht dick macht, sondern dass du durch ein Bier einfach einen massiv derben Hunger kriegst und einen gesteigerten Appetit hast und dadurch halt mehr reinschmalzt. Naja gut, ich meine, du hast halt Kohlenhydrate ohne Ende, wenn du Bier saufst. Also das denke ich halt einfach so, wie mit allem, was du zu dir nimmst, wenn du halt viel Bier saufst und einen Überschuss an Kohlenhydraten hast, aber das halt energiemäßig nicht wieder irgendwo rauslässt, dann setzt sich das halt ab. Die Bierzusammensetzung, die regt deinen Appetit einfach nochmal derbe an, so bisschen Fressflash-mäßig. Und ich meine, ich kann das irgendwo bestätigen, so wenn du ein paar Bier drin hast, dann ist alles geil. Okay, mir geht das allgemein so, wenn ich trinke, aber... Naja, ob das jetzt der Alkohol ist oder Bier speziell, ist halt die Frage, aber ich kann das auch bestätigen. Für die Indianer war es doch leichter, die Übernahme Amerikas zu dulden durch Alkohol. Nur mal so gesagt. Stimmt, ja. Wobei da war es, glaube ich, eher der Schnaps. Ja. Also ja. Die haben halt die Indianer oder die Ureinwohner abhängig gemacht, so, dass halt die Hälfte zu Alkoholikern geworden ist. Ja, Feuerwasser. So sieht's aus. Ja, das wäre mal das eine gewesen. Und als kleines Ding, so, also mir war es nicht bewusst. Und grundsätzlich sind alle großen Brauereien von dem Ding betroffen. Ja, ich lese hier gerade auch nochmal, dass es schlichtweg einfach nicht gekennzeichnet muss, wenn so ein scheiß PVPP drin ist. Genau, du kannst im Prinzip aufs Ablaufdatum schauen und wenn das jetzt nicht unendlich haltbar ist, dann hast du die Chance, dass es nicht so behandelt wurde. Mhm. Wobei gut, ich meine, Bier war ja schon immer verhältnismäßig lang haltbar. So. Ah, 4 Monate oder 5, 6 Monate so. Und wenn du halt merkst, okay, das ist nächstes Jahr, dann ist das vielleicht nicht mehr der geilste Hersteller. Also mir ist jetzt zum Beispiel bei Bulle aufgefallen, so die letzten paar Monate, immer wenn ich Bulle getrunken habe, hat das sehr eingeschmeckt. Und ich habe mich schon gefragt, ob die irgendwas an ihrer Zusammensetzung geändert haben, weil es mir gar nicht mehr schmeckt. Und früher habe ich es echt gefeiert. So. Das kann gut sein, ja. Also mir ist es zum Beispiel beim Kellerpilz aufgefallen. Früher musste man das Fass immer wieder schütteln, auch drüben bleibt, weil sich alles abgesetzt hat. Und jetzt muss ich nichts mehr schütteln. Okay. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Da verändert sich auf jeden Fall was. Und es ist interessant, dass das im Biertrinkerland Nummer 1 vielleicht nicht zum Thema gemacht wird, so richtig. Ja, allerdings. So, weil da könnte man ja fast schon über Streckmittel oder whatever reden. Das heilige Bier wird angetastet. Ja, kommt in den großen Medien nicht, existiert es auch nicht. Ja, es gab auf jeden Fall bei ARD mal so eine kleine Doku darüber. Ja, klar, gut. Ja, also anscheinend war das auch 2016, wo die das geändert haben, also irgendwann letztes Jahr. Hier, April. Nee, stimmt gar nicht. Nicht April. Aber auf jeden Fall 2016. Naja, das lässt sich jedenfalls überall beobachten, dass diese ganzen Standards, wenn es um Lebensmittel geht, weiter aufgeweicht werden. Auch die Bio-Siegel und so, habe ich irgendwas gelesen, sollen jetzt nochmal ausgeweitet werden, die Richtlinien. Also es ist eine Entwicklung, die macht mir schon Sorgen. Also ich bin extrem ernährungsbewusst und mir gefällt das gar nicht. Was kann man jetzt noch trinken, wenn man nicht mehr sicher ist, ob man was Gutes oder was Schlechtes gegessen hat?
Dein eigenes Craft-Bier. Reiner Schnaps. Oder Wein? Sowas, ja. Ist Wein noch unbedenklich, oder? Nee, in Wein ist das Zeug auch eingesetzt. Was? Also ich schätze, da musst du halt gucken, dass du irgendwie einen Winzer deines Vertrauens in deiner Gegend hast, mit dem du halt auch irgendwie nachfragen kannst und der dir persönliche Auskunft geben kann. Genau, also dann kleine, fährst du damit wahrscheinlich gut. Für kleine Geschichten lohnt sich das quasi nicht so richtig. Ja, ist ja auch die Frage, inwieweit jetzt PVPP überhaupt ein Gesundheitsrisiko ist. Naja, gut, das ist irgend so eine Polyethylenkacke. Warte mal, ich hab's hier, glaube ich, noch auf. Ich sag dir gleich mal, wie das heißt. Das ist halt irgendwie so Petro-Kacke. Polyvinylpolypyrolidon. Also Polyvinyl ist halt, ja, schon mal sehr geil. Ja, ich habe auch die Wikipedia-Seite offen, aber das sagt jetzt alles erstmal trotzdem nicht viel darüber aus, wie riskant der Stoff ist. Ja, das wird man wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren wissen, oder? Wenn jemand so seine paar Liter Bier am Tag trinkt und seine Nieren dann voll sind mit so Plastik irgendwann, dann kippt vielleicht der eine oder andere mal um, deswegen, keine Ahnung. Ja, also ich denke schon auch, also es ist die eine Sache, ob du jetzt irgendwie ein Stück Plastik verschluckst, ich denke halt, ab einer gewissen Größe scheidet das der Körper zwar mit aus, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn es hier einfach im Nanobereich ist, dass es halt in ungewollte Stellen des Körpers gelangt. Ja gut, kann natürlich sein. Nichtsdestotrotz ist Alkohol auch an und für sich schon ziemlich schädlich. Ne? Ist ja eigentlich ein Nervengift und das, was wir als Rausch empfinden, sind ja eigentlich nur Vergiftungserscheinungen. Definitiv, ja. Also stellt sich halt die Frage, inwieweit das dann in Relation zueinander überhaupt dann relevant ist. Ich glaube, es geht da generell um die Reinheit des Alkohols oder um den Säuberungseffekt, den es haben kann, wenn du, wie gesagt, schlechtes Essen isst. Und früher hat man ja Alkohol darauf getrunken, um die Mahlzeit hinterher letzten Endes zu überleben oder um keine Lebensmittelvergiftung zu bekommen. Nee, ich finde es einfach ein interessantes Beispiel, wo man dran sieht, wie sich die Sachen schleichend verändern. Ohne dass man was davon mitkriegt. Ohne dass da jetzt irgendwie Journalisten meinen, das wäre richtig eine Story oder sowas. Und andere Sachen werden aufgeblasen, dass alles zu spät ist. Naja, was ich halt interessant finde, ist, dass gewisse Firmen dann halt trotzdem noch mit dem deutschen Reinheitsgebot werben. Ja? Obwohl, wie wir ja gelesen haben, das jetzt ein, wie war das, vorübergehendes Biergesetz oder sowas ist. Und es halt nicht gekennzeichnet werden muss, keine Ahnung. Also ich finde halt schon irgendwie, wenn Lebensmittel irgendwas beigeführt wird, was nicht zwingend notwendig ist, sollte es halt irgendwie gekennzeichnet werden. Es kommt halt immer auf die enthaltene Menge an. Und wenn du halt unter dem Wert bist, dann muss es nicht gekennzeichnet werden. Also ich weiß zum Beispiel, meine Frau ist Vegetarierin und ihr Bruder ist Koch. Und der meinte dann neulich zu ihr, weil sie ja keine Gelatine zu sich nimmt, keine tierische, dass zum Beispiel in klaren Säften als Bindungsmittel auch Gelatine drin ist, aber halt in so einer geringen Menge, dass man es nicht draufschreiben muss. Ja, das gehört auch zu den Hilfsstoffen, glaube ich. Nichtsdestotrotz, wenn auf einem Saft ein veganes Label ist, dann wurde der nicht mit Gelatine geklärt. Ja gut, das ist klar. Müssen denn diese Firmen dieses PVPP benutzen? Ist das denn eine Auflage? Nee, ist keine Pflicht. Okay. Aber es ist halt zugelassen worden. Also ich schätze mal, gerade die großen Brauereien bedienen sich da schon ordentlich dran. Wie gesagt, es erhöht die Haltbarkeit von dem Ganzen extrem. Also es verdoppelt es fast. Da wäre es natürlich jetzt interessant, rauszufinden, wieso dieser PVPP-Stoff eingeführt wurde. Vielleicht gibt es ja doch eine Lobby von irgendeinem Chemieriesen, der da irgendwie jetzt Milliarden mit diesem Stoff macht. Ah, warte, ich bin sogar auf irgendeinen Konzern gestoßen, die das herstellen. Aber Moment mal. Denkbar wäre auch, dass es sich um ein Abfallprodukt handelt, das beim Aufspalten irgendwelcher Materialien entsteht und jetzt vielleicht noch eine andere Nutzart bekommt. Mhm. Also ich habe hier eine News von September letzten Jahres, Ende September, dass die BASF eine riesen PVP-Produktionsanlage in Shanghai eröffnet hat. Aber ich weiß nicht, ob das... Doch, das ist der Stoff, ja. Ja, du weißt mir doch schon Bescheid. Ja, 56 Millionen haben die investiert. Ja, also ich sehe das hier gerade auch von einigen Firmen, die damit werben, dass sie das herstellen. Ah ja, also ich lese hier auch gerade, dass das für Wein auch benutzt werden kann. Wie handelt es sich um Gummi, offenbar. Da lässt sich der 3-Euro-Wein vom Aldi genießen. Oder Bio-Winzer dürfen nicht einen Hauch davon verwenden, sonst ist die Plakette weg. Ah, auch gut zu wissen. Also alles, wo noch Bio dran steht, noch ist offenbar unbedenklich, was das PVPP
angeht. Was jetzt halt interessant wäre, wäre zu schauen bei PubMed oder so, ob es irgendwelche Studien bereits gibt mit dem Stoff, was ich jetzt mal bezweifle. Na, wahrscheinlich nicht, wenn es letztes Jahr eingeführt worden ist. Andererseits, wenn es das für Weine gibt, dann gibt es das vielleicht auch schon eine Weile länger. Also das Patent gehört wohl Biology Lab Inc. Also ich konnte jetzt nichts weiter drüber finden. Wie gesagt, wollt ihr ein neues Thema oder wie soll man es machen? Ja, lass mal hier abschließen. Das passt eigentlich, denke ich. Wenn da irgendjemand noch was findet oder sowas, kann man das ja irgendwie noch verlinken oder auch beim nächsten Mal irgendwie auch nochmal drüber reden oder sowas. Genau, einfach unter Themen noch ein paar Links reinposten, falls irgendjemand was dazu findet, dann verlinken wir das mit auf dem YouTube-Video. Falls alle Teilnehmer jetzt einverstanden sind, würde ich das zuschneiden und dann hochladen. Klar, ja. Ist auch ein bisschen übersichtlicher jetzt die 25, 30 Minuten statt die, keine Ahnung, was wir da letztens hatten, 1 Stunde 20 oder was. Und es wird jedes Mal, wenn du es erwähnst, mehr. Ja, keine Ahnung. Oh, nee, alles gut. Können gern Cut machen hier. Ja.